Rund 100.000 Euro Sachschaden und 3 verletzte Einsatzkräfte, das ist die Bilanz eines Wohnhaus- und Scheunenbrand in Feldkrücken. In der Nacht zum Samstag gegen 3.32 Uhr meldete die Leitstelle des Vogelsbergkreises unter dem Stichwort F3 einen Gebäudebrand in der Kötzenhainer Straße im Ulrichsteiner Ortsteil Feldkrücken. Wir sind alarmiert worden nach dem Einsatzstichwort F3. F3 brennt landwirtschaftliches Anwesen. Vorgefunden haben wir dann hier ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune, wo der Dachstuhl schon massiv im Vollbrand stand. Also die erste Sorge ist immer hier momentan bei der Hitze die Wasserversorgung. Und das hat sich ja ziemlich schwierig gestaltet. Wir mussten lange Wegestrecke aufbauen. Wir haben aber auf der Anfahrt schon gleich 2 Tanklöschfahrzeuge nachgefordert. Das kam auch von Grünberg, ein Tanklöschfahrzeug und von Schotten, die gleich in den Erstmaßnahmen hier mit unterstützt haben. Auch das Teleskopmastfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach wurde angefordert. Der wird automatisch auch bei dem Einsatzstichwort mit alarmiert. Der Hubräder war dann auch hier im Einsatz. Leider hat er dann einen technischen Defekt gehabt. Somit haben wir dann nochmal die Drehleiter von Mücke nachalarmiert, die jetzt hier noch bei den Nachlöscharbeiten unterstützt. Das ist alles unbewohnbar. Wir haben jetzt einen Fachberater angefordert, der sich jetzt die Standsicherheit nochmal anguckt und die Einsatzstelle ist auch von der Polizei beschlagnahmt. Waren bei den ersten eintreffenden Feuerwehren waren 2 Kameraden, die waren gleich vorne am Brandobjekt dran, ohne Atemschutz. Die haben leichtes Rauchgas eingeatmet, aber mittlerweile haben wir vom Rettungsdienst grünes Licht. Also die sind nicht mehr gefährdet und auch keine gesundheitlichen Schäden, die jetzt da noch nachkommen. Wenn Rettungskräfte hier auch noch verletzt werden, das ist auch schon eigentlich sehr belastend. Wir machen das alles hier im Ehrenamt und in der freiwilligen Sache. Und wenn dann noch Feuerwehrkameraden sich hier verletzen dabei, das geht dann schon an die Substanz dran. Ja. Was der Einsatzleiter zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, im Nachgang verletzte sich noch ein Feuerwehrmann leicht. Auch dieser wurde vom Rettungsdienst ärztlich versorgt. Doch warum brannte das Wohnhaus in Feldkrücken? Am Montag waren Brandursachenermittler vor Ort. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es aus dem Polizeipräsidium Osthessen. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch etwa 100 Kräfte der Feuerwehren Ulrichstein, Grünberg, Mücke, Lauterbach und Schotten. Das DRK, zweiter Betreuungszug Vogelsberg, bestehend aus Laudertal, Lauterbach, Freienstainau und Niedermoos, versorgten die Einsatzkräfte mit Essen und Trinken. Für die Aufräumarbeiten wurde das THW beordert.